Vorfreude aufs erste Mal. Hannes Wolf will mit dem VfB in Berlin mutig spielen. Im Bierparadies in Böblingen startet die erste Bierbörse. Wohl bekommst. Und Team Tokio 2020 heute mit dem Blick auf die junge Turnerin Tabea Alt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen. Hier ist Ihr Journal von Regio TV am Freitag. Ja, und wir beginnen mit ein paar Zahlen. 34 Spieltage, das sind 3060 Minuten oder umgerechnet ganze 51 Stunden. So lange haben die VfB-Fans in der zweiten Liga richtig leiden müssen. Aber diese Leidenszeit ist nun beendet. Morgen um 15.30 Uhr ist Anpfiff in Berlin. Der Auftakt in die Erstligasaison für die Mannschaft von Hannes Wolf. Und der verläuft hoffentlich etwas ruhiger als die vergangenen Wochen. Genau 85 Tage liegen zwischen diesen und diesen Bildern. 85 ereignisreiche Tage, die am Ende nun an dieses Ziel führen. Aber nicht so schnell, gehen wir noch einmal 85 Tage zurück und erleben die Tage bis zur Abreise nach Berlin im Zeitraffer. Der Ausgangspunkt der 21. Mai, die Rückkehr in die erste Liga, ganz Stuttgart im kollektiven Aufstiegstaumel. So sieht's aus. Jawohl! Die nächsten Tage haben einige Fans wohl im, na sagen wir mal, Aufstiegsdelirium verbracht, die Macher aber schon schwer am Schuss. Die Ausgliederung steht an, es geht um viel Kohle und am 1. Juni wird dann Vollzug gemeldet. Ich glaube auch, dass das auch dem Verein einen riesen neuen Impuls gibt. Aber scheinbar sitzt der Schwabe auf dem Geld. Nur zwei neue Gesichter zum Trainingsauftakt am 3. Juli. Die hohen Erwartungen bremst das aber nicht. Soll der erste Platz werden und naja, es muss ja was kommen. Und tatsächlich, die Verpflichtungen kommen. Nur er darf seit dem 4. August keine mehr tätigen. Der VfB trennt sich überraschend von Schindelmeiser. Reschke übernimmt und soll den Kader weiter verstärken. Ja, hoffen, dass wir den ein oder anderen zusätzlich mit Erfahrung noch gewinnen können. Die werden noch gesucht, die anderen dürfen morgen wieder Erstligaluft schnuppern in Aber leider mit massiven Verletzungssorgen. Ginczek fällt aus, die Defensive bislang ein Lazarett. Die Hoffnung ist zwar noch da, aber auch ein Plan B. Dann werden wir ein bisschen zaubern müssen im Verein. Wir haben noch ein paar Jungs, die auch spielen können. Und entweder drehst du dann in den Positionen oder du ziehst dann einfach hoch. Trotz aller Sorgen, mit einer Mauertaktik fährt er nicht nach Berlin. Ja, wenn wir jetzt nur versuchen zu verteidigen und schießen die Bälle weg und versuchen nur zu verteidigen, nur zu schieben und dann nochmal zuzumachen, wieder den Ball wegzuschießen, dann sind 90 Minuten zu lang. Und deswegen wird das definitiv so sein, dass wir natürlich auch den Ball haben wollen und selbst nach vorne spielen wollen, auch ein Tor schießen wollen. Gerne auch mehr. Der schwäbische Kollektivjubel sieht doch so schön aus und ein erfolgreicher Start in die Saison wäre mit Sicherheit auch nicht so verkehrt. 68 Bundesligaspiele gab es übrigens schon zwischen den beiden Teams und jetzt schüren wir mal den Optimismus. Im direkten Vergleich liegt der VfB mit 27 zu 25 Siegen ganz knapp vorne. Wie die Bilanz in Berlin allerdings aussieht, das verschweigen wir aber lieber. Und diese Frage wird unsere Kollegin Lena Konrad jetzt mit Sicherheit auch nicht stellen. Aber ansonsten versucht sie schon, die Stuttgarter auf ihre Bundesliga-Tauglichkeit zu testen. Weißt du, wer das hier ist? Nein, da bin ich raus. Ich kenne ihn nicht, aber er ist ein hübscher Mann. Eine Frage, wissen Sie, wer dieser Mann hier ist? Den kenne ich nicht. Ein Fußballspieler. Wissen Sie denn, wer Torschützenkönig in der zweiten Liga wurde? Nee, weiß ich auch nicht mehr. Ginczek? Falsch. Simon Terodde. Wie viele Tore hat er geschossen? Ich meine 26. Fast 25. Wer ist das? Ja, unser Hannes Wolf natürlich. Trainer vom VfB. Richtig. Wissen Sie auch, wer die ersten drei Gegner vom VfB jetzt in der Bundesliga sind? Nee. Boah. Ich weiß nur Hertha. Also morgen in Berlin, so ist es. Dann kommt Mainz. Schalke. Das ist kein Gegner für uns. Deswegen wusste ich es nicht. Können Sie mir vielleicht auch drei Neuzugänge vom VfB nennen? Aogo, Badstuber, Ailton. Nee, weiß ich auch nicht. Badstuber haben wir geholt, wir haben Aogo geholt. Badstuber, Aogo. Also noch ein bisschen vorbereiten bis morgen, ne? Okay, mach ich.
Gegen die in Calw stationierte Bundeswehr-Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte, kurz KSK, wird nun intern ermittelt. In der Einheit soll es rechtsradikale Vorfälle gegeben haben. Laut Medienberichten und einer Augenzeugin haben die geheim operierenden Elitesoldaten im April dieses Jahres eine wilde Party gefeiert. Dabei sollen Soldaten den Hitlergruß gezeigt haben. Zudem sei rechtsradikale Musik gespielt worden. Falls sich die Vorwürfe erhärten, wäre es ein weiterer Skandal für die zuletzt vermehrt in die Kritik geratene Bundeswehr. Ja, und damit zu weiteren Meldungen. Hier müssen jetzt wohl die eigenen Produkte ran. In einer Chemiefirma in Burgstetten, die selbst Mittel zur Beseitigung von Brandspuren herstellt, ist heute Morgen ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei trat bei der Produktion eine chemische Flüssigkeit aus und entzündete daneben gelagerte Holzpaletten. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und konnte ein Ausbreiten des Feuers aufs Gebäude verhindern. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Für Biertrinker ist das Flugfeld Böblingen-Sindelfingen an diesem Wochenende das Paradies auf Erden. 300 verschiedene Biersorten aus aller Welt können dort geschlürft werden. Aber verstehen Sie das jetzt bitte nicht als Aufforderung, auch wirklich jedes einzelne zu testen. Zumindest ein paar davon hat sich aber unsere Kollegin Caroline Messig schon heute schmecken lassen. Hier auf dem Böblinger Flugfeld wird gerade fleißig aufgebaut. Mal sehen, ob ich gleich noch jemanden erwische. Ah, und da ist auch schon Frau Noll, die Veranstalterin des Spektakels. Die führt mich jetzt mal durchs Bierparadies. Und das ist ganz international aufgestellt. Über 300 Biersorten aus aller Welt gehen hier von heute bis Sonntag über die Theken. Unter anderem vertreten belgische Fruchtbiere, das stärkste Bier der Welt oder auch Werners Bölkstoff aus dem hohen Norden. Bei so viel Auswahl bekomme ich dann aber doch mal Lust, selbst zu probieren. Frau Noll, jetzt haben Sie hier ja schön was aufgebaut. An Bieren, was haben wir denn da Schönes? Das ist Nofrodede aus Ägypten, das Pietra aus Korsika, Godovari aus Nepal, Chili-Bier aus Mexiko, was ganz scharfes, und ein Schokoladenbier aus Honduras. Na dann, Biermarsch. Jetzt ist es eingeschenkt, dann probieren wir uns mal durch. Ich würde sagen, Prost. Prost. Keine Zeit verlieren, da wird eins nach dem anderen verkostet. Und dann das berüchtigte Chili-Bier. Und, wie schmeckt's? Okay, ich trau mich. Boah, brennt auf jeden Fall gut nach. Ich würde sagen, ist was für Scharfe. Und der Nachtisch zum Schluss, das Schokobier. Schmeckt schokoladig? Aber nicht süß. Lecker. Könnte mein Lieblingsbier werden. Und das trinke ich jetzt auch noch aus. Prost! Herzlich willkommen zurück. Im letzten Jahr war Tabea Alt zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen und das mit 16 Jahren. Das ist übrigens auch das Mindestalter für die Teilnahme. Im Teamwettbewerb holte sie sich mit der deutschen Mannschaft einen hervorragenden 6. Platz. 2020 will die Kunstturnerin bei den nächsten Spielen in Tokio auf jeden Fall wieder mit dabei sein. Zusammen mit 5 anderen Athleten gehört sie zum Team Tokio 2020 vom Olympiastützpunkt. Hallo, ich bin die Tabea Alt, bin 17 Jahre alt und Kunstturnerin. Ja, also es hat natürlich alles mit meiner Familie angefangen. Meine Mama und mein Papa waren beides Turner und mein großer Bruder ist ebenfalls Turner und dann bin ich eben schon früh mit in die Halle gekommen, war sehr aktiv als Kind, bin immer rumgerannt und ja, da war das dann ziemlich früh bekannt, dass ich da auf jeden Fall meinen Platz finde. Wir haben 4 verschiedene Geräte bei den Frauen und jedes Gerät hat eine individuelle Übung. Jeder Athlet lernt individuelle Teile. Man ist wirklich ganz auf sich gestellt und das ist eigentlich so das Besondere. Man verbindet Kraft mit Beweglichkeit und gleichzeitig aber auch mit Schönheit und Eleganz und dieses Gesamtpaket macht eigentlich das Kunstturnen aus. Morgens klingelt um 5.20 Uhr der Wecker. Und dann geht es eigentlich gleich um 7.15 Uhr hier in der Halle los. Und je nachdem, wie die Schule eben liegt, 2 Stunden Training, dann 4 Stunden Schule, dann wieder 3 Stunden Training. Und abends bin ich dann so gegen 19 Uhr daheim.
Und dann natürlich, wenn jetzt Arbeiten anliegen oder sonstige Termine, dann geht der Tag noch weiter. Und ja, im Bett bin ich dann hoffentlich um 22 Uhr. Mit dem gesamten deutschen Team dann die Olympischen Spiele genießen zu können und miterleben zu können, das ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Und ich denke, für jeden Athleten eben einfach das große Ziel. Ich hatte die Ehre, das schon mit 16 erleben zu dürfen. Und jetzt für 2020 heißt es natürlich einfach nur voll angreifen. Und ich möchte es unbedingt nochmal erleben und bin jetzt auf einem guten Weg und freue mich einfach, weil dieses Feeling und das Erlebnis ist einfach toll. Also die Unterstützung ist da wirklich ein ganz, ganz großes Thema und für uns Athleten ist es wirklich toll und unbeschreiblich, wenn wir da wirklich auf unserem weiten, anstrengenden Weg unterstützt werden und dass die Sportregion uns da so ein tolles Polster absichert, das ist wirklich ganz, ganz groß. Ja, das war der dritte Teil zu unserer Serie über die Tokio-Stipendiaten der Sportregion Stuttgart. Nächsten Freitag geht es dann mit Rollstuhlfechter Maurice Schmidt weiter. Ja, für heute war es das leider auch schon wieder. Morgen ab 18 Uhr blicken wir mit Ihnen noch einmal auf die aktuellsten Meldungen und spannendsten Geschichten dieser Woche zurück. Und einen Ausblick wagen wir natürlich jetzt noch. Unsere Kollegin Anna Gröbel mit den Wetteraussichten. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Jetzt kann man bald wieder gut durchlüften, denn aktuell zieht eine Kaltfront mit teils kräftigen Regengüssen und Gewittern über Deutschland hinweg. Ja, und wie der Name Kaltfront schon vermuten lässt, dahinter kommt deutlich kühlere Luft zu uns. Am Samstag steigen die Temperaturen nur noch auf 17 bis 23 Grad. Anfangs gibt es im Südosten noch gewitterigen Regen, der aber bald abzieht. Auch sonst können sich im Süden einzelne Schauer bilden. Aber am Nachmittag wird es dann zunehmend trockener, freundlicher und von Nordwesten her auch immer sonniger. Zum Start in den Tag gibt es bei uns in der Region noch ein paar kompaktere Wolkenschauer, gibt es aber keine mehr. Und nachmittags lockern die Wolken dann immer mehr auf. Es wird dann oft strahlend sonnig, aber mehr als 17 bis 21 Grad sind nicht drin. Und auch am Sonntag sind 21 Grad das höchste der Gefühle. Die Temperaturen ändern sich kaum. Es geht aber mit trockenem und freundlichem Wetter weiter. Sonnenschein und Wolkenfelder wechseln sich ab. Und auch zum Start in die neue Woche ist Hochdruckwetter angesagt. Montag, Dienstag sehr viel Sonnenschein. Richtig angenehmes Spätsommerwetter gibt es dann. Die Temperaturen steigen wieder an. Am Dienstag gibt es bis zu 28 Grad. Voraussichtlich müssen wir erst ab Mittwoch, Donnerstag wieder mit ein paar Schauern und Gewittern rechnen. Aber auch die treten wohl nur vereinzelt auf.